Das Schwierige in der DDR war ja dieses Umschalten von Freundeskreisen zum Beispiel, von Privatleben auf das offizielle Leben. Oftmals wurde auch mit zweierlei Maß gemessen und mit zweierlei Zunge gesprochen. Man wusste einfach, in der Öffentlichkeit, beim Interview, kann ich bestimmte Dinge nicht sagen, die ich auf einer Fete meinem Nachbarn natürlich durchaus sagen kann. Es sei denn, man vermutet, der ist bei einer Institution, die zuhört und auch protokolliert. Alles, was man täglich benutzt, wirft man nach Gebrauch weg. Also wir essen eine Tafel Schokolade und heben natürlich nicht die Verpackung auf, sondern wir werfen sie in den Mülleimer. Das war im DDR-Alltag genauso, mit der Folge, dass wir in der Zukunft große Schwierigkeiten haben, uns überhaupt ein Bild aus dieser Zeit zu machen. Also rein physisch ein Bild. Wir können die Dinge nicht mehr angucken, wenn sie nicht mehr da sind. Wir können in der Folge auch nichts über sie herausbekommen, wenn wir nicht wissen, wie sie ausgesehen haben. Dann hören wir nur etwas über die Gegenstände. Das heißt, man muss sie sammeln. Man muss sie für die Zukunft sammeln, man muss sie bewahren, man muss sie analysieren, sodass wir, wenn wir eine Frage haben, wir sie tatsächlich auch beantworten können. Und bei der DDR haben wir eben die Chance, dadurch, dass wir zeitgleich, also mit der Auflösung der DDR, sammeln, uns genau zu überlegen, was wollen wir da aufheben, um genau diese Anschaulichkeit auch sicherzustellen. Die Wahl des Mobiliars, die Wahl der Kleidung, die Wahl der Lektüre, der Musikgeschmack, das sind alles Dinge, die natürlich eine Gruppenzugehörigkeit der Nutzer dokumentieren, die über 40 Jahre sich ändert, die man für jede Zeitspanne auch nochmal neu untersuchen könnte. Man kann das Binnenleben der DDR, also die gesellschaftlichen Zustände, die Politik, die Kultur, die Wirtschaft der 50er Jahre, der frühen 50er Jahre überhaupt nicht mit der der späten 80er vergleichen. Ebenso wenig, wie man das in der Bundesrepublik tun könnte. Der Diktaturcharakter der DDR, das politische System und seine Folgen ist natürlich immer die Rahmenbedingung. Das heißt, diese Objekte des Alltags sind ja nie zweckfrei entstanden und nie ohne Kontext. Wenn wir mit Alltagsobjekten arbeiten, dann heißt das nicht, dass wir jetzt daran interessiert sind, die einzelnen Objekte darzustellen, sondern wir nehmen die Objekte zum Anlass, Kontexte darzustellen. Und wenn Sie dann feststellen, dass Kinderkleidung extrem billig war, im Vergleich zu einem Farbfernseher, der extrem teuer war, dann haben Sie erste Hinweise darauf, wie Preispolitik zum Beispiel in der Planwirtschaft war. Es werden eben bestimmte Dinge, die man als Massenkonsum interpretiert hat, als Grundbedürfnis der Menschen preislich subventioniert, ganz typisch in der DDR. Und es werden Dinge, die man als Luxus interpretiert hat, extrem überteuert, damit Kaufkraft abgeschöpft wird und auch Einnahmen passieren. In der DDR ist das Planwirtschaft. Ob jetzt ein Kofferradio entwickelt wird, was batteriebetrieben ist, was ich mit zum Camping nehmen kann oder an den Baggersee, das ist eine Entscheidung, wo ganz viele Behörden mitspielen, wo eine allgemeine Wirtschaftspolitik entwickelt wird. Und so geht das durch alle Bereiche durch. Man kann in der DDR kein Feld des Alltags finden, was nicht von der Politik versucht wurde zu beeinflussen oder tatsächlich beeinflusst wurde. Man muss sich einfach klar machen, Alltag in der DDR findet im Rahmen eines politischen Systems statt, was diktatorisch ist. In der Diktatur, in der Definition der Diktatur, also zum Beispiel Gewaltenteilung, das gibt es einfach in der DDR so nicht. Und das heißt, man ist ausgeliefert dem guten Willen der Herrschenden. Und die wollten tatsächlich, hatten den Anspruch, die gesamte DDR-Gesellschaft, die gesamte sozialistische Gesellschaft, wie es dann hieß, durchzuplanen. Und das heißt, das geht wirklich von der massiven Repression anderer Denkenden, über die Polizei, über die Stasi, Arbeitsplatzverlust, bis hin zu dem Versuch der Steuerung wirklich des kleinsten Details. Welche Kleidung ist dem Sozialismus angemessen? Na mein Gott, wenn ich das also meinem Sohn erzählen würde, na der würde mir den Vogel zeigen. Ein ganz heißes Thema in der DDR, Luxus. Es gibt ja die nachfrageorientierte Gesellschaft und die angebotsorientierte Wirtschaft. Und die angebotsorientierte war natürlich die in der DDR. Es heißt auch nicht Konsum im Sprachgebrauch, sondern Versorgung. Und Versorgung heißt, die Versorgung muss stehen mit den grundlegenden Dingen des Lebens. Kleidung, Heizung, Nahrung, Wohnung. Und es gab nie eine große Produktion von Dingen, die eigentlich überflüssig waren, nach den ideologischen Vorgaben der SED. Allerdings wird etwas eingeführt, um diesem Bedürfnis nach Besonderheit, auch nach
Distinktion, sagt man, nachzugehen. Und das sind hochwertige Güter, die gibt es auf mehreren Ebenen. Es gibt Dedikatgeschäfte ab den 60er, 70er Jahren für hochwertige Lebensmittel. Übrigens nicht nur westliche Importe, sondern auch hochwertige Güter, die in der DDR hergestellt worden sind, aber eben fast nur in den Export gehen. Also vom ursprünglichen Kommunismus ist in der DDR sowieso nichts zu spüren. Und dieses Gleichheitspostulat ist in den 50er Jahren natürlich öfter erhoben worden, klappt aber in der Realität nicht. Und es geht auch immer um ganz nützliche Dinge. Kaufkraftabschöpfung heißt das Wort. Die Leute verdienen mehr, als sie ausgeben können. Und da sagt man, wieso können wir unsere Würstchen nicht auch hier verkaufen zu einem horrenden Preis? Dann ist das Geld vom Markt. Es gibt ja keine Inflation, weil es Preisgebundenheit gibt. Im Dedikat trifft das ja nicht zu. Denn das Geld, das gleiche gilt für Kleidung und dann vor allen Dingen später für die Intershops. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft in der DDR. Die Besitzer von Geld und die Besitzer von DDR-Geld und die Besitzer von Westgeld. Wer das Glück hat, irgendwie Westgeld zu bekommen, und sei es über die Oma im Westen, der kann in den Intershop gehen und der bekommt diese ganzen wichtigen westlichen Güter. Die spielen eine extreme Rolle, auch in der Fantasiewelt, in der Traumwelt der Leute. Es sind ja Dinge, die man in der Fernsehwerbung sieht, die man haben möchte. Und da sind bestimmte Markenprodukte, die sind legendär. Diesen Status haben sie im Westen nie erreicht, weil sie eben nicht da sind. Es gibt heute noch Erzählungen vom Geruch der Intershops, weil eben Waschpulver auch verkauft worden ist. Das roch anders als DDR-Waschpulver, was deswegen nicht unbedingt schlechter war. Aber es ist das, was man nicht bekommt. Es wurden leere Coca-Dosen in Jugendzimmern aufgereiht, weil man das mal geschenkt bekommen hat. Das sind so Dinge, was ich nicht haben kann, ist das Interessante. Was ich habe, gilt nichts. Und heute haben wir den umgekehrten Weg, dass diese Westprodukte normal geworden sind. Und die Produkte, die in der DDR noch hergestellt werden oder die Nachfolger von DDR-Produzenten sind, egal wo sie hergestellt werden, die werden beworben als Ostprodukte.